Hallo und herzlich willkommen zurück. Und Naomi Left. Hier ganz allein. Zwei Uhr. Wir müssen warten, bis die Nacht vorbei ist. Und ein bisschen Unfug getrieben. Letzte Nacht. Inventar proppe voll. Und 11 Kaffee gehen verloren, wenn ich sterb. Das ist eigentlich schlecht. Das wäre eigentlich schlecht. Aber heute Nacht wird nicht gestorben. Jo, wir gucken mal, wie lange die Nacht heute geht. Wir werden hier die Stadt uns nochmal anschauen. Gucken mal, wo es lang geht hier. So. 4 Uhr und irgendwo ist da unten ein bisschen. Da unterhält sich der eine oder andere. Jo. Jetzt warte ich einfach mal, bis ein bisschen heller geworden ist, damit ich überhaupt irgendwas sehe hier. Und wir gucken mal, wo die Straßen uns lang führen. Hier hatten wir die Bücherei. Tankstelle, verbranntes Biom. Dann gucken wir uns hier oben mal die Stadt an. Nur im Moment haben wir nichts zu tun. Wir müssen einfach abwarten. Ja. Und wir müssen mal was trinken. Und noch gleich eine Kleinigkeit essen. So. Schönen Tee gekippt. Und das Glas ist weg, ne? Da liegt das Glas, weil wir sind zu voll im Moment. Ich kann dem aber keine Abhilfe schaffen, Gandalf. Hier, die Couch kann weg. Ja. Nehme ich mal lieber das Glas mit. Akt 14 bedeutet eigentlich für mich. Da steht die nächste Horde an, ne? Da sollten wir eigentlich mal wieder Richtung Heimat gehen, ne? Ich würde sagen, wir machen mal einen großen Bogen heute. Gehen wir heute dieses komplette Biom ab und gucken, ob wir hier unten rauskommen und den letzten Rest laufen. Das werden wir mal machen, die Tage. Ach, guck mal da. Da ist ja einer. Jo, da ist ja einer gewesen, wollte der es wohl sagen. Jo, jetzt geht so langsam die Sonne auf. Wir spielen die letzten Tage in der Alpha 11. Da geht die Sonne auf. Auf jeden Fall höre ich, wie es hier schnaubt. 2-3 Minuten warte ich noch. Die Sonne geht auf, sehr schön. Gut. Hatte ich dann noch Munition? 9 mm? Ja, reichlich. Dann können wir ja mal weitergehen. Oh, da hinten ist ein Store. Gucken wir erstmal hier rein und gehen wir rüber in den Store gleich. In den Müll gewühlt. Nee. Große Problem ist, eigentlich bin ich ja halt komplett voll, ne? Ich kann ja nur tauschen.
Weil ich so viel Eisen geschnappt habe. Deswegen ist es. Eine Händelbar fehlt noch. Wir brauchen Stickies. Die brauchen wir nicht. Kriegen wir noch Crossbolts hin? Wird noch mal 65 Crossbolts machen. Das machen wir mal. Da kriegen wir auch noch mal ein bisschen Platz ins Inventar. Das machen wir auch. Was haben wir? 6 Uhr durch? Oh jo, dann ist ja alles safe, ne? Was ich natürlich noch irgendwie gerne hätte, wäre der Bohrer. Topf brauche ich jetzt nicht so dringend. Nee. Auch nur Müll hier. Buck. Ich dachte schon. Lauter Töpfe hier. Guck mal da. Das ist gut. Das nehmen wir mit. Ansonsten an Barren, an Eisen haben wir ja genug hier, ne? So, da waren wir schon. Jetzt gucken wir hier oben nochmal schnell. Da will ich mal rein, bitte. Haben wir da drin? Nur das Wasser mit, das reicht. Den Rest lassen wir liegen. Das Rohr wäre nicht schlecht. Und zwar nehme ich das Rohr und crafte es gleich mal durch. Ach, das dauert alles so lange hier. Bücher. Hunting Knife, glaube ich, habe ich auf jeden Fall schon. Jo. Ja. Muss ich mal ganz kurz warten. Und es ist leider ein schlechter Bug. Ich hoffe, der ist mit der Alpha 12 weg. Das Wackeln, wenn man eine Waffe in der Hand hält. Das Wackeln vom Licht. Durstig. So, das ist doch schon mal ganz gut. Haben wir da noch liegen gehabt? Ach, das Buch, egal. Das brauche ich nicht. So, ich will mal drüben gucken im Store, was da so los ist. Und dann werden wir mal die Stadt hier abklappern. Okay. Fahr langsam, mein Freund. Safety first. Hehe. Das ist eine Polizeistation, oder? Das wäre doch mal geil. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen ziehen. Und immer mal gucken, dass die nicht... Oh, das ist schon offen, der Laden. Der Dicke auch noch. So, ihr Lieben. Kommt gleich durch die Tür, die Kleine. Irgendwas läuft hier noch. Jo, dann müssen wir erstmal... Die Jutes hier, die Dorfbewohner aus ihren Häusern locken. Oh, habe ich mich erschreckt. Oh, habe ich mich erschreckt. Digga. Zombie-Kill am Morgengrauen. Kill Zombies am Morgen, vertreibt Kummer und Sorgen. Da. So, sehr schön. Ich würde gerne da rein, wenn es ruhig ist, ne?
So, Tür ist schon mal auf. Da war der Schlüsselmeister. Und jetzt gucken wir mal in die Kisten rein, liebe Leute. Oh nein, die... Ah. Gut. Okay. Die war ja schon auf. Also meine Ken, ja. Jetzt habe ich die Kiste kaputt gemacht. Wahrscheinlich der größte Loot in der Kiste und ich habe es gecrashed. Kannst leer gut behalten, dankeschön. Das war sehr nett. Okay, was will der jetzt hier? Komm mal da. Geh weg da. Ich finde es total lustig, wenn die hier so reinlaufen. Boah, fünfmal essen. Eigentlich geil, ne? Ich fühle mich irgendwie hier beobachtet. Cool. Prioritätensystem muss sich mal ändern. Müsste mal gucken, dass ich hier ein bisschen von dem Essen mitnehmen kann. Und ich würde gerne wissen, warum das hier überall schnarcht. Da laufen doch noch welche draußen rum. Huch. So, ich will jetzt erstmal Ruhe hier haben. Dann mach ich die erstmal weg. Warte. Da oben auf dem Dach. Das ist, na, Gott sei Dank haben wir noch ein paar Crossbows gestern gemacht. In der Nacht. Da. Jetzt müsste ich mal echt mal gucken, was lassen wir dann hier und was nehmen wir mit. Also, wir könnten mal die Axt reparieren. Vielleicht kriegen wir die Strips weg. Ich denke auch, das Leergut lassen wir hier. Ah, natürlich. Steine würden fehlen, da könnte man die Feder noch machen. Das heißt... Was fehlt für die Shotgun-Shells? Was fehlt da noch? Papier fehlt da. So, Papier hatte ich ja eigentlich da, ne? Irgendwo. Überall der gleiche Mist drin. Die Veggie hätte ich gern. Und die da hätte ich auch ganz gern. Ja, und das Glas kommt weg. Hopp, raus. Ja, Freunde. Ich muss mal meinen Loot noch mal ein bisschen kleiner machen. Und ich habe bestimmt irgendwo noch mal Papier. Und hier kriege ich noch mal Steine raus. Dann machen wir nämlich noch mal aus den Steinen die Crossbolts. Damit ich die Federn und die Stickies wegkriege. Ja. Und dann brauche ich nämlich noch den Gun Safe. Und dann wollen wir mal gucken, wie viel Loot wir hier noch rauskriegen. Das Maximum an guten Loot will ich mitnehmen. Dass wir zum Beispiel hier das Wasser nochmal austrinken. Und dann nochmal. Und dann haben wir das schon mal weg.
Und die zwei leeren Gläser kommen raus hier. Die brauche ich ja nicht wirklich. Dann gucken wir da in den Safe. Wenn wir alle Kisten hier leer haben und noch ein bisschen Shotgun-Munition gemacht haben, dann haben wir auch noch mal ein bisschen Platz im Inventar. Ja, können wir hier mal ein Buch, das können wir eigentlich zerstören und der Rest ist eh Schrott. Der Rest ist doch eh Schrott. Crossbolts brauchen wir immer. Deswegen. Komm. Haben wir die durch. Und dann machen wir ein bisschen Shotgun-Muni. Dann haben wir nämlich da auch mal wieder nochmal zwei Plätze freigemacht. Ne? Und das Papier kommt auch weg. Das brauchen wir nämlich jetzt nicht direkt. Gut. Machen wir da den Tee rein. Kaffee haben wir auch. Das ist gut. Jetzt looten wir eine Kettensäge. Jawohl. Holz ohne Ende. Den Rest lassen wir hier. So, die Engine kann man, glaube ich, stacken. Das ist nicht schlecht. Fire Axe haben wir auch. So, da brauchen wir den Rest, brauchen wir leider nicht mehr. Sonst sind wir nämlich viel zu voll. Und ich wollte da drüben noch die 5 Büchsen Essen mitnehmen. Ja, das ist doch ganz gut hier hinten gewesen. Das hat sich doch gelohnt. Schlechter. Lassen wir sie gleich stehen. Das lassen wir auch. Wir brauchen ja auch kein Eisen und sowas. Wir haben ja genug. Und nur wirklich hochwertiges Werkzeug. Ja, alles nix drin. Und dann ist gut. Haben wir hier noch ein paar Medics? Nein. Dann lassen wir den Rest auch stehen einfach. Wir können uns nicht mit jedem Shit abgeben. Hüpf durch und dann haben wir nochmal Platz für die 5 Dosen Essen. Wo waren sie? Hier waren sie, ne? Was haben wir hier noch? Die Suppe, die nehmen wir gleich. Hier hauen wir uns direkt rein. Jo. Sehr schön. Die macht nämlich nochmal ein bisschen Stamina. Ich muss da mal rein. Wo noch ein bisschen Essen drin ist. Da muss ich ja noch mal rein. Den Hirsch lasse ich gehen. Komm, ich habe nicht so viel Platz. Dann gehen wir da durch. Gucken wir hier noch mal in die Kisten. Mal da, egal. Schöner Loot. Ich hab's Gefühl, als laufen sie hier rum, ne? Die Homies. Die wollen doch hier irgendwas von mir. Guck. Hörst du sie? Wir interessieren uns aber jetzt nicht gerade direkt dafür. Wir einfach nur hier durch. Oh, schönes Fleisch. Hm. Aber komm. Wenn wir es unbedingt wollen, dann müssen wir halt nochmal zurück irgendwann. Und genau hier vor steht der Wagen, ne? Ich laufe raus und es leckt. Na toll. Gut. Also, gut mit Loot. Wir sind schön unterwegs.
Wir haben den Stiff Store gelootet. Wir haben die Essenskiste da hinten aufgemacht. Wir haben Maximum Loot dabei. Und eine schöne Armbrust. Das nächste wird es werden. In den, als nächstes gehen wir in die Waffenkammer von der Police Station. Gehe ich hier noch einmal lang schauen, wie groß die Stadt eigentlich ist. Und die ist hier vorbei. Und hier kommt die eine Straße. Und dann gehen wir einmal rum. Und da sehen wir uns in der nächsten Folge. Da sehen wir uns morgen in der Police Station. Da hinten rennt die Sau. Und bis dahin, macht's gut, ihr Lieben. Drückt mir mal die Daumen hier. Ciao, ciao. Und haut rein.